Hi, in diesem Video soll es hier um diesen Akku von Lidl Parkside gehen. Hierbei handelt es sich um einen Smart Akku mit 8 Amperestunden. Die Bezeichnung davon ist Smart PAPS 208A1. Ja, und dieser Akku, der ist defekt. Das ist mein erster Akku, der defekt ist von Parkside und habe ein bisschen blöd geguckt. Ich habe halt irgendwann mal die Akkus gecheckt. Dafür gibt es halt hier diesen schönen kleinen Button. Da kann man ungefähr hier sich anzeigen lassen, wie der Ladezustand der Akkus ist. Und das habe ich mal gemacht gehabt, drauf gedrückt, gesehen. Oh, hier leuchtet nur die rote LED. Das heißt, den Akku, den soll ich mal laden. Ja, da habe ich dann halt irgendein Ladegerät mal zur Hand genommen, habe den Akku eingesteckt und gewartet, dass der Akku geladen wird. Ja, und wie man hier wahrscheinlich kurz gesehen hat, ist hier die grüne LED ausgegangen, die rote ist angegangen und dann ist wieder die grüne angegangen. Das kann man jetzt hier nochmal besser sehen. So, das heißt also, das Ladegerät hat gemerkt, ein Akku wurde angeschlossen, hat angefangen zu laden, hat gemerkt, der Akku ist voll und hat wieder aufgehört zu laden. Und auch keine Fehlermeldung oder sonst etwas. Sonst würde das irgendwie, glaube ich, blinken, die beiden LEDs oder irgendwie so etwas. Ja, dann dachte ich mir, okay, komisch. Tust du mal probieren mit dem Smart-Ladegerät. Auch hier, Akku eingesteckt. Und dann geht einfach nur die grüne LED an, leuchtet. Und das bedeutet, der Akku ist voll. Ja, das ist alles ein bisschen kurios, weil der Akku sagt eigentlich, er ist halt nicht so voll. Und da habe ich natürlich auch mal nachgemessen mit einem Multimeter. Und wenn man hier mit dem Multimeter nachmisst, was man hier gerade gar nicht ablesen kann, dann wird man hier feststellen, dass der Akku hier eine Spannung von 16,21 Volt hat. Das heißt, rein technisch ist er noch im grünen Bereich, ist noch alles okay. Aber ja, man könnte ihn schon mal langsam nachladen. Und ja, ich habe dann natürlich auch mal hier die neue Parkside App genutzt. Und ja, hier dieser Akku ist das. Und das ist mir schon mal aufgefallen. Normalerweise wird hier irgendwas angezeigt. Zum Beispiel wie hier 45% breit. Hier wird nichts angezeigt. Und wenn ich auch mal auf den Akku drauf gehe, dann kann ich auch den Akku identifizieren. Wenn ich da drauf gehe, dann sehen wir, ja, das ist unser Akku. Und ich habe dann hier nochmal einen anderen Akku. Das ist dann der hier. Und hier schreibt er halt, wie man sehen konnte, 45% breit. Wenn ich auch hier drauf gehe, dann schreibt er hier auch nochmal die 45%. Und auch hier kann ich natürlich dem sagen, Akku identifizieren. Und dann sieht man, das ist der Akku. Ja, und hier diese Anzeige bei dem hier ist bei dem defekten auch nicht vorhanden. Da wird hier nichts angezeigt. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Man könnte vielleicht noch denken, Ladegerät vielleicht defekt. Also können wir auch dieses Ladegerät mal nehmen. Und vielleicht auch mal gucken, was dann hier die App sagt, wenn ich den Akku hier habe. Einfach den Akku hier mal reinstecken und dann sehen wir, hier geht die rote LED an. Und wenn alles funktioniert, bleibt sie an. Und hier sehen wir auch bei dem Akkusymbol, dass er geladen wird. Da ist so ein Blitz drin. Das heißt, dieses Ladegerät ist schon mal offensichtlich in Ordnung. Und genau das gleiche müsste mit dem Smart-Ladegerät auch sein. Weil wenn wir jetzt hier den Akku reinschieben, dann geht hier die orangene LED an. Sie blinkt. Blinkende LED bedeutet, der Akku ist halb voll und wird geladen. Ja, alles stimmt soweit. Und in der App, das müsste ich dann auch irgendwann mal aktualisieren jetzt, wenn das wieder abgesteckt ist. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt hier 50% schon mal erreicht. Und jetzt sieht man jetzt auch wieder Laden beendet, bereit. Funktioniert alles soweit. Das heißt, Ladegerät ist nicht defekt. Wenn man den wieder einsteckt, alles in Ordnung. Der Akku ist voll, muss nicht geladen werden. Ja, das Einzige, was jetzt hier hilft, ist irgendwo das Ding mal aufzuschrauben. Weil, ja, irgendwas stimmt da ja ganz offensichtlich nicht. So ein Akku hat man ja schon mal offen gehabt, schon mal kurz reingeschaut. Da haben wir natürlich nichts gemacht. Weil war keine Notwendigkeit und ist auch natürlich brandgefährlich, an Akkus irgendwas zu basteln. Muss man Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass da nichts passiert und auch Vorkehrungen treffen, falls doch was passiert, dass da nicht das Schlimmste passiert, sondern sich Schäden in Grenzen halten. So,
Die schrauben einfach mal die vier Schrauben raus, entfernen die auch mal komplett. Ja, und jetzt kann man einfach die Hälften auseinanderziehen. Die eine und die andere und dann noch den Deckel abnehmen. Und schon sind wir im Endeffekt drin. So sieht es im Akku halt aus. Ja, und das Problem, was ich jetzt habe, ist natürlich auf der einen Seite, ist jetzt alles schwierig, da man natürlich keinen Schaltplan hiervon hat. Das ist so das erste Problem. Man weiß noch nicht mal, was das hier für ein Mikrocontroller ist. Da wurde wohl ein eigenes Branding irgendwie drauf gemacht, das alte wahrscheinlich irgendwie entfernt. Ja, und die zweite Sache, die hier auch sehr schwierig ist, ist natürlich, dass wir hier überall Spannung haben. Das heißt, jede Zelle wird überwacht. Das heißt, jede Zelle landet hier irgendwo auf der Platine. Da wird ein BMS drauf sein. Das muss Kontakt zu jeder einzelnen Zelle haben. Ja, und die größte Spannung, die wir haben, ist halt da an die 20 Volt. Was wir halt hier machen können, ist einfach mal durchmessen, ob alle Zellen noch in Ordnung sind. Und wenn wir dann mal hier messen und hier messen, dann sehen wir 3,2 Volt, ist vollkommen in Ordnung. Hier sehen wir auch 3,2 Volt. 3,183, okay, bisschen weniger, aber auch noch in Ordnung. 3,2, 3,2. Das heißt, 3,1, 3,2, 3,1. Hier die Zelle komplett in der Mitte scheint irgendwie schon mal etwas zu haben. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, da muss man sich dran setzen, alles sich ganz in Ruhe erst einmal anschauen, einfach mal eine Sichtprüfung machen, ohne dass man irgendwo da was dran wirklich macht und so. Der nächste Schritt könnte dann am besten sein, versuchen die Platine auszulöten, dann hätte man die halt schon mal draußen und würde alles ohne Spannung machen, das ist dann unproblematisch. Wenn man natürlich sehr vorsichtig ist, geeignete Maßnahmen trifft, erfahren ist, einen guten Tag hat und, kann man natürlich auch versuchen, an diesem lebenden Objekt quasi ein paar Sachen vorzunehmen, ein paar Untersuchungen zu machen mit größter Vorsicht, weil ein kleiner Fehler kann dazu führen, dass man halt einen Kurzschluss verursacht. Die Zellen können regulär 100 Ampere, was die kurzzeitig wirklich schaffen, will man nicht ausprobieren. Aber als ich schon den Deckel abgenommen habe, ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und zwar habe ich hier gemerkt, dass hier etwas eventuell unschön ausschaut, hier so in diesem Bereich. Das könnte jetzt hier irgendwie ein, ja, mehr oder weniger abgebrannter Widerstand sein. Und da könnte man natürlich mal gucken, was da ist. Und wenn man auch mal hier weiter schaut, dann sieht das ja auch auf jeden Fall sehr ungesund aus. Da fragt man sich auch, was hier ist. Und generell, ja, gibt es hier mehrere Stellen, wo man sich fragen kann, was ist da passiert. Das war eigentlich ein Akku, der wurde nie extremst belastet. Der wurde nicht allzu oft sogar verwendet. Ich habe da halt welche Akkus, die fordere ich da mehr. Das hier ist der Akku eigentlich, der ein bisschen geschont wird. Und wundert mich dann halt wirklich, was hier passiert ist. Aber das sind schon mal auf jeden Fall Stellen, da könnte man jetzt vorsichtig versuchen, was zu machen. Das könnte halt irgendwie Flussmittel sein, was nicht richtig entfernt wurde oder so. Ja, aber da muss man echt mal schauen. Ein paar Widerstände kann man ein bisschen nachmessen, ein bisschen nachkratzen und so. Das ist jetzt alles allerdings, was ich nicht vor laufender Kamera machen werde, da das ein heikles Thema ist. Das braucht viel Zeit, will sich keiner ansehen, wenn man da stundenlang irgendwo rumstochert, was macht und so. Von daher werden jetzt halt, wie gesagt, die nächsten Maßnahmen alles sich genau anzuschauen, versuchen vorsichtig nachzumessen. Und wenn es halt nicht anders geht, muss man dann doch die Platine von den ganzen Zellen trennen. Und auch ein kleiner Hinweis kann sein, dass die mittlere Zelle was stärker entladen ist, dass hier irgendwo Ströme fließen, die nicht fließen sollen. Auch da könnte man mal überprüfen, ob man da irgendwas findet.
Oder eventuell hat das dann auch dazu geführt, dass irgendein Bauteil dann gestorben ist. Also als ersten Schritt habe ich jetzt hier alles gereinigt und mir dann hier nochmal alles genau angeschaut. Dabei konnte ich zunächst einmal nichts feststellen, habe mir dann aber weiterhin die Schaltung angeschaut und habe dann so etwas gesehen wie hier oben. Hier sind halt Kondensatoren hier und da. Das könnte dann eine Spannungsversorgung sein und man sieht hier zum Beispiel dieser Anschluss vom Kondensator, der geht dann zum Beispiel auch hier drauf. Und wenn man sich dann auch das mal hier weiter anschaut, dann sieht man auch, dass hier eine Verbindungsstelle ist und einmal geht Kupfer halt hierher zu diesem Bluetooth-Modul. Und ja, wenn man hier mal weitergeht, dann sehen wir auch, dass auch wir hier zu Widerständen, ich meine natürlich Kondensatoren hingehen. Und ja, das könnte dann schon fast eine Spannungsversorgung sein. Und dadurch, dass wir hier ganze Zeit Power drauf haben, können wir auch einfach mal ein Multimeter nehmen, das auf Spannungsmessung einstellen und uns dann anschauen, was dabei rauskommt. So. Ja, da kann man hier mal ganz vorsichtig versuchen. Ist hier auch natürlich alles relativ klein, ohne einen Kurzschluss zu verursachen, weil Spannungsmessung geht fast immer. Natürlich, wenn man sehr hohe Spannung hat, ist das natürlich auch lebensgefährlich, wenn man nicht dann das richtige Equipment hat. Aber ansonsten kein Problem. Ja, und dann können wir hier einfach auch mal versuchen, hier an diesem Kondensator zum Beispiel schon mal zu messen. Und ja, wenn man das richtig anstellt, dann sehen wir, haben wir 3,2 Volt, allerdings mit einem Minus. Das heißt schon mal, da ist eine Betriebsspannung dran. Das heißt, wenn man jetzt hier richtig herum auch misst, dann sehen wir, dass wir hier 3,2 Volt haben. Gut, jetzt hier vorne dieses Minus reflektiert stark. Wie auch immer, muss man mir halt einfach mal glauben. Habe jetzt keine Lust, alles so umzustellen, dass das nicht reflektiert. Ja, und dann könnte man natürlich auch mal versuchen, nochmal hier zu messen. Und ja, wenn man das hier richtig anstellt, dann sieht man hier auch eine 3,2 Volt, auch wieder mit einem Minus. Das heißt, hier oben die Seite, das hier wird wohl dann Minus sein, geht dann halt hier hin und hier dann Plus. Und wenn man das dann auch mal hier so nochmal nachmisst, dann hat man hier 3,3 Volt ungefähr. Naja, so ist jetzt was schärfer wieder, ohne ein Minuszeichen. Das heißt, hier zum Beispiel wären wir schon mal auch, wo wir jetzt hier mit der Messspitze sind, an dem Ground. Ja, wenn man sich das hier weiter anschaut, hier haben wir irgendwie 1, 2, 3, 4 Komponenten, die alle sehr identisch aufgebaut sind. Eventuell dieser 0-Ohm-Widerstand können noch zu dem gehören, dann der zu dem, der zu dem, der zu dem. Die zwei hier unten gehören auch jeweils zu diesen Bauteilen. Und ja, vielleicht ist das eine Differenzmessung oder irgendwie so etwas. Weil wenn wir uns mal anschauen, dann haben wir hier die erste Zellenspannung, hier die zweite und dann könnte man hier eine Differenz eventuell draus machen. Und hier die Differenz und hier, dann ja, könnte eventuell sein, dass wir dann hier diese vier Differenzmessungen machen. Vielleicht. Und hier haben wir dann fünf Bauteile, 1, 2, 3, 4, 5, alle sehr gleich aufgebaut. Ja, nur hier sind halt welche zwei Bauteile mehr, aber ansonsten haben wir hier unten die zwei Bauteile, oben zwei Bauteile und an der Seite noch das eine Bauteil. Und hier auch unten zwei, oben zwei, eins an der Seite. Und das ist im Endeffekt fünfmal aufgebaut. Ja, und wenn wir jetzt hier einfach mal Minus hier messen und dann zum Beispiel einfach mal hier messen, dann messen wir 3,25 irgendwas Volt. So, können wir ja nochmal machen. Hier jetzt zum Beispiel 3,253. Wenn wir hier drüber messen, haben wir das gleiche. Wenn wir jetzt hier messen, haben wir auch wieder das. Dann messen wir da beim nächsten Bauteil, da haben wir schon 6,5 Volt. Messen wir den anderen, haben wir auch 6,4 irgendwas. Dann messen wir hier eins weiter.
haben wir schon 9,7, noch eins weiter. Sechs, noch eins weiter. Ja, es wird halt ein bisschen langsam heikel, da muss man echt aufpassen, was man hier so macht. Und na ja gut, vielleicht sollte ich hier mal einfach die Anordnung ein bisschen anders machen, dass ich dann halt hier besser anders messen kann. Zum Beispiel hier so, einfach mal rumgedreht. Vielleicht geht es dann einfacher. Haben wir hier wieder unser Minus und hier könnten wir dann auch mal messen. Haben wir jetzt 12,98, hier 12,91, hier jetzt eins weiter haben wir 16,21 und dann beim letzten haben wir 100 irgendwas Millivolt. Ja, und dann können wir halt mal nicht hier in diesem Punkt messen, sondern mal da drüber messen. Und da haben wir dann 16,13 Volt. Und die andere Seite 16,14. Das heißt, wenn wir hier gemessen haben, haben wir was gemessen. Hier haben wir was gemessen. Wenn wir hier gemessen haben, haben wir nichts gemessen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil man kann davon ausgehen, dass man fünfmal die gleiche Schaltung hat mit den gleichen Komponenten. Das kann man hier auch versuchen an den Zahlen zu sehen. Wenn man sich hier mal die Aufdrücke bzw. den Aufdruck auf den Widerständen anschaut, dann sehen wir, hier steht 103 drauf, hier, da, dort, da und ja, fünfmal, hier auch irgendwie, das ist überall sogar komplett das gleiche, was da drauf steht. Wenn man dann halt hier mal drauf guckt, dann steht da irgendwas drauf von 513, 513, 513 und. Und ja, die Bauteile, die wir hier haben, die scheinen halt auch die gleichen zu sein, hier Q1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier an diesem einen Punkt, wo wir gemessen hatten, es wird jetzt nicht wirklich scharf gestellt, aber da oben hätten wir auch was messen müssen. Und das tun wir nicht. Und wenn man hier sich auch mal die rechte Seite von diesem 103er Widerstand anschaut, dann scheint auch eine Farbveränderung zu sein. Jetzt, wo man weiß, dass das Bauteil kaputt ist, kann man davon ausgehen, dass da irgendwas passiert ist. Ansonsten kann man hierüber nicht wirklich eine Aussage treffen, weil das auch einfach eine Verschmutzung sein könnte. Aber so kann man ausgehen, dass da irgendwas passiert ist. Und deswegen hat man hier so eine Verfärbung, Verdreckung oder was auch immer. Ja, jetzt im nächsten Schritt könnte man natürlich die ganze Platine von den Akkus trennen und dann diesen Widerstand auslöten und einen neuen einlöten. Wir kennen ja den Wert 103, das sind 10 mit 3 mal eine 0, also 10 Kiloohm. Und was wir dann halt hier allerdings auch probieren könnten, ist, um sich was Arbeit zu sparen, was aber auch noch sehr gefährlich ist, halt hier diesen Ground Pin irgendwie zu isolieren. Und einfach auf diesem Widerstand ein 10,3er, also das heißt ein 10 Kilo Ohm Widerstand, ja, das dürfte 0,603 die Baugröße sein, einfach hier nochmal aufzulöten. Das können wir eventuell auch noch machen, wäre halt eine ziemlich schnelle Lösung. Auslöten würde ich das Bauteil jetzt nicht, solange alles irgendwo unter Spannung steht, mit dem Akku halt verbunden ist. Da muss ich mir aber noch Gedanken machen, weil die sauberste Lösung ist es tatsächlich, die Elektronik abzulöten. Allerdings, wenn man die sich natürlich anguckt, dann haben wir natürlich einmal hier das Teil, das irgendwo an eine Zelle angeschlossen sein muss. Und da muss man halt gucken, wo das hingeht.
Hier scheint irgendwie ein Blech lang zu laufen und dann wahrscheinlich bis irgendwo dahin und hier dann verlötet zu sein. Das heißt, diese Lötstelle müssen wir natürlich öffnen und diese Lötstelle hier öffnen. Hier geht direkt ein Blech zu diesem Pluspol der Zelle bzw. der Zellen. Ja, und dann müssen wir noch die ganzen Zwischenstufen hier ablöten. Das hier ablöten, das hier ablöten. Und das hier, das da, das da. Und dann natürlich muss man auch gucken, was man mit dem Temperatursensor macht, wie gut der eingeklebt ist oder wie man den hier ausgelötet bekommt. Und dann hätte man natürlich die Platine draußen. Ist die sicherste Variante, muss man natürlich dennoch sehr aufpassen, weil natürlich lötet man hier auf einer Platine rum, die spannungsversorgt durch die ganzen Zellen ist. Und auch da beim Auslöten muss man sehr vorsichtig sein. Und ja, deswegen, ich mache mir da noch ein bisschen Gedanken, wie ich das gerne machen würde. Zeitaufwendig und generell aufwendig ist halt eigentlich die bessere Variante. Oder vielleicht dann doch eher die andere. Mal gucken, da hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, was für ein Werkzeug man zur Verfügung hat und wie die eigenen Skills sind. So, ich habe jetzt diesen Widerstand eingelötet und den alten Widerstand halt entfernt. Das ist der alte Widerstand. Da können wir jetzt auch mal versuchen, eine Widerstandsmessung durchzuführen. Wenn wir den mal hier messen. Vielleicht soll ich das ein bisschen anders positionieren, damit ich nicht das Display verdecke. Wenn man diesen Widerstand jetzt hier so messen möchte, dann scheint er sehr hochohmig zu sein. Bestätigt auch das, was wir beobachten konnten. So. Und so sieht es jetzt hier halt aus. Das muss jetzt gereinigt werden, nochmal überprüft werden, zur Not auch nochmal nachgelötet werden. Eventuell ist mir bei der Aktion der Widerstand so gelegen, dass die Schrift jetzt unten ist. Ja, ist nicht so schön, wirkt ein bisschen unprofessionell. Aber gut, würde ich erstmal so lassen. Und wenn man jetzt hier mal auch wieder so eine Messung durchführt, dann gehen wir wieder hier bei uns hier ans Minus. Aber bevor wir das natürlich machen, zoomen wir nochmal wieder ein bisschen raus und positionieren hier mal auch wieder das Multimeter, am besten so, dass man was ablesen kann. Vielleicht irgendwie so. Ich glaube, so ist das schon ganz okay. Ja, und dann gehen wir hier an unser Minus dran und hier jetzt zum Beispiel hier dran, dann sehen wir 16,23 Volt. Und wenn wir jetzt hier dran gehen, an den neu eingelöteten Widerstand, sehen wir auch 16,14. So, ich werde das jetzt ein bisschen sauber machen, Lötstelle dann doch nochmal kontrollieren, weil ja meine Weller-Lötstation, die muss ich auch nochmal kontrollieren. Eventuell reparieren, falls das noch geht, und wieder in Einsatz bringen. Und ja, ich habe es tatsächlich dann hier mal mit diesem Parkside-Lötkolben einfach mal gelötet. Ist nicht so ganz schön, aber geht auch noch. Das ist so das Äußerste, was ich da mit dieser Lötspitze löten würde. Aber wie gesagt, ich gehe das jetzt mal sauber machen, dann mal checken, wie das so aussieht. Zur Not löte ich das nochmal nach, mache das Gehäuse zu und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe jetzt nochmal alles sauber gemacht und nochmal nachgelötet und nochmal sauber gemacht. Und tatsächlich, wie schon vermutet, ist dieser Widerstand falsch herum. Die Schrift zeigt nach unten. Weltpremiere, das erste Mal, dass ich so ein SMD-Bauteil falsch herum eingelötet habe. Okay, gut.
sei es drum, ist jetzt nicht besonders schlimm. Ich werde den jetzt auch nicht mehr irgendwie umfrickeln. Da sieht man auch wenigstens auch, dass ja, sich hier was getan hat. Man könnte natürlich jetzt denken, dass das ein Kondensator ist, aber dank der Beschriftung R18 oder was hier drauf steht, wird man schon merken, dass hier was ist. Und zur Not kann ich mir sogar mein eigenes Video nochmal anschauen und sehen, was hier los ist. Bevor wir diesen Akku natürlich zusammenbauen, könnten wir natürlich mal probieren, hier nochmal den Deckel drauf zu tun und mal ein bisschen hier raus zu zoomen, damit man hier auch ein bisschen mehr sieht. Und dann einfach mal hier so ein Ladegerät nehmen. Hier muss man natürlich immer noch aufpassen, der Akku ist halt noch offen. Wenn man hier die Seiten irgendwie kurz schließt, dann ja, geht hier die Party ab, schon vor Silvester. Und ja, das Ladegerät macht aktuell nichts. Jetzt schieben wir mal den Akku ein. Und wir sehen, er blinkt rot. Das heißt, er ist am Laden, der Akku ist leer und ja, der Lüfter ist auch angegangen. Das sind doch schon mal ganz gute Neuigkeiten so gesehen. Das heißt, jetzt erst einmal funktioniert dieser Akku. Und wenn man allerdings mal in die Parkside-App schaut, ja, dann sieht man hier leider immer noch keine Anzeige. Kann halt sein, dass die sich irgendwann aktualisiert. Allerdings sagt er jetzt 42 Minuten bis 100%. Das heißt, der Akku hat auch realisiert, dass er voll ist, dass er geladen wird und kann dann sogar sagen, wie lange das noch so dauert. Was ich bisher noch nicht gesagt hatte, ist, dass der Akku auch vor der Reparatur in Geräten funktioniert hat. Können wir auch mal kurz gucken, ob das noch so funktioniert. Wir haben ja hier schließlich gelötet, hatten dafür hier so einen kleinen Akku genommen gehabt und wenn wir das mal hier auf den großen aufschieben und einschalten, dann sehen wir, dass der hier schnell blinkt. Schnelles Blinken heißt aufheizen. Wenn wir den wieder ausmachen, dann haben wir langsames Blinken, dann kühlt er wieder ab. Und das funktioniert, wie es aussieht, jetzt noch immer. Und vor der Reparatur hat es auch funktioniert. Ja, das ist schon mal gut. Dann können wir natürlich auch anstatt mal mit diesem Ladegerät schauen, wie es denn mit dem hier ausschaut, ob der hier auch geladen wird. Und auch hier ist die rote Anzeige-LED für Laden gerade aktiv. Und das sieht auch sehr gut aus. Von daher würde ich sagen, das ist soweit ein ziemlich guter Erfolg. Was mit der App jetzt ist, wann die den richtigen Akkuladezustand anzeigt oder ob das jemals nochmal der Fall sein wird, wer weiß. Wird man sehen, abwarten. Aber wenn das der einzige Ausfall wäre, ist das jetzt in meinen Augen auch nicht so verheerend. Ich benutze persönlich diese Smart-Funktionalität jetzt nicht so oft. Und sehe da jetzt auch nicht so den großen Vorteil. Die Update-Funktion ist definitiv ein Vorteil in meinen Augen, weil ich hoffe, der Hersteller bietet da noch Updates an und bietet da mehr Funktionalität oder Verbesserung an. Ansonsten, das hier gezeigte sollte so nicht nachgemacht werden. Ja, da ich schon vieles gemacht habe, behaupten würde, dass ich schon einiges an Erfahrung und so habe, kann ich es mir auch schon mal leisten, wenn ich weiß, dass ich mich dementsprechend fühle und dass ich dann etwas so einschätze, dass ich das durchaus leisten kann zu tun, dass ich dann mir auch das eine oder andere an Sicherheit irgendwo ein bisschen einsparen kann. Ja, das sollte man generell halt auch vermeiden, nicht zu tun. Und ja, anstatt, dass man dann halt, wie jetzt hier gerade so schnell eben mal gemacht, sollte man das halt vorsichtiger alles angehen, feuerfeste Unterlage benutzen, zu sehen, dass man nicht in einem Raum irgendwas macht, wo direkt vielleicht im schlimmsten Fall eine schnell entflammbare vielleicht Gardine oder so ist oder generell irgendwelche leicht entflammbaren Sachen herumstehen. Falls mal was passiert, man sollte auch dafür sorgen, dass man eine entsprechende Unterlage hat, eventuell irgendwo
ein Plätzchen hat oder am besten da, wo man die Sachen auch schon macht, auch ein Feuerchen sein kann, ohne dass das ausartet, ohne dass andere Sachen anfangen zu brennen, einfach nur, dass der Akku quasi brennt, was schon schlimm genug ist, ohne dass irgendwas weiteres brennt und. Deswegen diese gezeigten Sachen hier nicht als so macht man's ansehen und wie auch immer. Auch hier diese gezeigte gerade Reparatur. Ja, das ist hier jetzt ein spezieller Fall. Das hat hier halt geklappt. Man hat halt, wie schon am Anfang gesagt, keine Unterlagen oder sonstiges. Das heißt, das ist immer eine Frage, ob man sowas reparieren kann oder nicht, ob man den Fehler findet und natürlich auch eine Frage des Aufwandes. Hier hat das glücklicherweise relativ schnell geklappt. Ansonsten müsste man wirklich die Platine vom Akku trennen und da alles sehr genau analysieren. Und das kann Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen brauchen, dass man sich dann vielleicht einen eigenen Stromlaufplan von allem bzw. Schaltplan erstellt und. Und da muss man sich dann natürlich auch fragen, lohnt sich der Aufwand oder nicht? Oder kann man die Zellen vielleicht dann auch in diesem konkreten Fall woanders einsetzen und so? Und deswegen bin ich auch nicht der Ansprechpartner für irgendwelche Fehlerfälle oder Reparaturen oder so. Wie gesagt, ich habe Dokumente nicht vor mir liegen. Ich habe nichts mit der Produktion, dem Design oder wie auch immer vor diesen Akkus oder so zu tun und generell nicht mit den ganzen Parkside-Geräten. Von daher, aus der Ferne kann man da eh nichts machen und meine Zeit ist eh ziemlich begrenzt und kann da leider in der Regel auch nicht helfen. Aber ich hoffe dennoch, dass es spannend war, dieses Video mal zu sehen und das vielleicht sogar dem einen oder anderen hilft. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.